Liebe Freunde des Enneagramms, in dieser neuen Videoreihe zum Enneagramm geht es um die zwischenmenschlichen Beziehungen, Interaktionen zwischen den einzelnen Enneatypen, genauer um die Frage, was geschieht oder geschehen kann, wenn die Angehörigen der jeweiligen Enneatypen miteinander in zwischenmenschlichen Kontakt treten. Dieses dritte Video dieser Reihe von geplanten insgesamt 9 Videos zeigt die Beziehung von Typ 3 zu allen anderen Enneagramm-Typen, einschließlich Typ 3, also 3 bis 9, auf, indem ich kurz skizziere, wie sich die jeweiligen Enneagramm-Typen im besten und im schlimmsten Fall mit Typ 3 verstehen. Zunächst, Typ 3 und Typ 3. Bei Typ 3 herrscht die Grundmotivation der ewigen Suche nach Erfolg. Zwei Angehörige von Typ 3 des Enneagramms verstehen sich häufig zwischenmenschlich auf der gemeinsamen Ebene von Kompetenz, Wettbewerb und Wettstreit, Erfolg haben und erfolgreiche Zusammenarbeit und so weiter, da verstehen sie sich recht gut. Auf dieser Ebene besteht also im besten Falle eine große gegenseitige Wertschätzung und Übereinkunft. Agieren Dreier allerdings ihre Kernmotivation von Erfolg und Leistung einseitig aus, das geschieht in der Regel unbewusst, dann kühlt die gegenseitige menschliche Atmosphäre zwischen ihnen schnell auf den Nullpunkt ab. In der Folge begegnen sie sich mit Misstrauen und Argwohn und sehen den anderen im Zweifel auf ihrem Erfolgsweg mehr als Hindernis als eine große Hilfe und ziehen sich mitunter emotionsarm und eigensinnig voneinander zurück. Typ 3 und Typ 4. Da herrschen einmal die Grundmotivation des Erfolges auf der Seite von Typ 3 und dagegen dann die intrinsische Motivation von Typ 4, die ewige Suche nach Besonderheit und Individualität. Dreien und Vieren haben innerlich oft einen starken Antrieb, Dinge in Bewegung zu setzen. Jeder entsprechend seiner eigenen Kernmotivation. Aufgrund dieser doch sehr unterschiedlichen intrinsischen Motivation, Erfolg und Ausdruck einer Leistung versus Individualität und Selbstausdruck, können sich Typ 3 und Typ 4 zunächst einmal auf einer oberflächlichen, menschlichen Ebene recht gut ergänzen. Dreien können dabei den Vieren helfen, besser ihre Ziele zu erreichen und Vieren. Andererseits können Dreien behilflich sein, den Fokus auf das für sie wirklich Wichtige und Zentrale zu legen. Beide verbindet beziehungsmäßig häufig auch ihre unerschütterliche Hingabe an eine, an ihre Aufgabe. Und was die beiden außerdem gut vereint, ist, jedenfalls in guten Zeiten, ihre Besonnenheit und das Gefühl, sich jeweils auf den anderen verlassen zu können. Im schlimmsten Fall allerdings wünscht sich Typ 4 eine tiefere, authentischere Beziehung zu Typ 3, während Typ 3 im Gegensatz dazu eine weniger intensive, emotionale Beziehung zu Typ 4 und deutlich mehr Raum für sich selbst bevorzugt. Diese emotionale Distanzierung der 3 kann Typ 4 mitunter sehr belasten, während das Bedürfnis von Typ 4 nach einem tiefen emotionalen Kontakt den Typ 3 emotional häufig überfordert. Obwohl Typ 3 das an Typ 4 bisweilen auch sehr anziehend findet. Doch die konstanten und manchmal gar sehr ausdrucksstarken Gefühle der 4 sind für Typ 3 allzu häufig schwer auszuhalten und so zieht sich Typ 3 davor im Zweifel eher zurück. Typ 4 fühlt sich emotional dann schnell sehr einsam und verlassen und kann die aus seiner Sicht starke emotionale Kälte des Dreiers einfach nicht nachvollziehen. Dann Typ 3 und Typ 5 des Enneagramms. Da herrscht die Grundmotivation Erfolg versus der ewigen Suche nach Wissen. Dreier und Fünfer verbindet zwischenmenschlich
Der Hang zur Kompetenz, zum starken Einsatz für eine Sache und die Zuversicht in die eigenen Fähigkeiten. Auf dieser Kompetenzebene verstehen sich Dreier und Fünfer im besten Fall daher ausgesprochen gut. Im schlimmsten Fall aber möchten Dreier von Fünfern für ihren Erfolg auch gesehen und menschlich anerkannt werden, während Fünfer sich bei zu großer Aufmerksamkeit auf ihre Person im Gegensatz dazu eher zurückziehen und lieber unsichtbar im Hintergrund bleiben. Typ 3 identifiziert sich stark mit seinen effektiven Zielen, Erfolgen und Zukunftsplänen, während Typ 5 mehr mit der internen Erforschung und logischen Analyse identifiziert, was in der Folge zu großen Unstimmigkeiten zwischen Dreiern und Fünfern führen kann. Dann Typ 3 und Typ 6 des Enneagramms. Einmal die Grundmotivation des Erfolges bei Typ 3 versus die ewige Suche nach Sicherheit. Ja, sowohl Typ 3 als auch Typ 6 lieben die Herausforderung, wobei Dreier ihren Fokus mehr auf das Ergebnis legen, während Sechser ihre Aufmerksamkeit mehr auf mögliche, zu lösende, zukünftige Probleme legen. Beide Aufmerksamkeitsrichtungen können im zwischenmenschlichen Umgang bestenfalls eine gute und erfolgreiche Kombination sein. Schlimmstenfalls allerdings zeigen sich die recht unterschiedlichen Grundhaltungen von Typ 3 und Typ 6 dem Leben gegenüber. Denn Typ 3 richtet seinen Blick auf ein Ziel, dann entwickelt er einen Plan, wie man dieses Ziel best und schnellstmöglichst erreichen kann. Und Typ 6 hingegen hat zwar ebenfalls Ziele, aber versucht dann, seinen Fokus auf mögliche Hindernisse zu legen, die dieses Ziel vereiteln könnten, und arbeitet hart daran, mitunter sehr hart, den Weg zum Ziel frei zu räumen, könnte man sagen. Also eine völlig andere Strategie als die bei Typ 3. Dreier haben dabei also eher die Haltung von warum denn nicht, ne? auf zum Ziel, während Sechser die Haltung einnehmen eher so, was würde passieren, wenn? Die verborgene Ängstlichkeit und Zögerlichkeit der Sechs irritiert Typ 3 dabei mitunter sehr, aber die oft aus Sicht der Sechs zu forsche Haltung der Drei, oft auch aus der Sicht der Sechs zu oberflächliche Haltung der Drei, macht Typ 6 oft ebenfalls sehr zu schaffen. Dann die Typen 3 und 7 im Vergleich. Da herrschen die Grundmotivationen des Erfolges versus der ewigen Suche nach Spaß und Freude im Leben. Ja, Dreier und Siebener sind von ihrer Natur her recht optimistisch, glauben erst einmal, dass sie grundsätzlich alles schaffen könnten und sind häufig von außen betrachtet tendenziell überaktiv. Auf dieser Handlungsebene verstehen sie sich im besten Falle außerordentlich gut. Wenn es aber darum geht, sich dreiertypisch auf bestimmte Ziele zu konzentrieren, Dinge zu beenden und Durchsetzungsstärke bis zum Schluss aufzubringen, da kommt es häufig zu unterschiedlichen Auffassungen zwischen Dreien und Siebenen und das zwischenmenschliche Miteinander gerät schnell in Gefahr. Ja, dann Typ 3 und Typ 8 des Enneagramms. Da herrschen die Grundmotivationen Erfolg versus der ewigen Suche nach Macht, Kontrolle und Stärke. Typ 3 und Typ 8 sind beide sehr handlungsorientierte Machertypen. Im Zweifel durchsetzungsstark und wirken jeder auf seine Art erfolgreich, sodass sie diesbezüglich auch zwischenmenschlich sehr gut harmonieren können. Andererseits können Dreien und Achten im schlimmsten Fall in einen extremen Wettbewerb zueinander treten, der von gegenseitiger Kontrolle, dem Vertuschen eigener Schwächen und einer gewissen Undurchsichtigkeit im Handeln dominiert wird, oft auch durch Lügen, gegenseitige Beschuldigungen, was dann in der Folge zu erheblichen Beziehungsproblemen zwischen beiden führen wird. So, am Ende noch der Vergleich Typ 3 und Typ 9. Da herrscht die Grundmotivation Erfolg versus der ewigen Suche nach
Harmonie. Im besten Falle harmonieren Dreier und Neuner ganz gut, denn der entspannte Stil von Typ 9 kann den angespannten Typ 3 ein wenig von dessen Übereifer befreien. Andersherum, die handlungsorientierte Haltung des Dreiers kann Typ 9 aus seiner Trägheit herausholen. Im schlimmsten Fall aber führt das doch recht unterschiedliche Tempo von Dreien und Neunen sowie die tendenzielle Geduld der Neun und die tendenzielle Ungeduld der Drei und auch die unterschiedlichen Leistungsmaßstäbe der beiden zu unterschiedlichen Typen zu etwaigen zwischenmenschlichen Schwierigkeiten. Ja, also man sieht, ne, im besten Falle verstehen sich viele Typen sehr gut, aber im schlimmsten Falle kann es dann gerade aufgrund der Kernmotivation, der Grundmotivation, die ja oft unbewusst ist, zu großen Problemen führen. Ne? Und wenn man sich dessen bewusst ist, dann kann man da schon viel abmildern auch. Ne? Deswegen ist es auch so wichtig, dass man seinen eigenen Typ und auch den Typ seiner Mitmenschen einigermaßen erkennen kann. So, das war nun das dritte Video zu den zwischenmenschlichen Beziehungen und Interaktionen, könnte man sagen, wobei der Fokus hier auf Typ 3 lag, den ich kurz mit sich selbst und den anderen Typen 4 und 9 im positiven wie auch im negativen Fall verglichen habe. Ich danke Ihnen fürs Zuschalten und Ihr Interesse am Enneagramm. Und am Ende dieses Videos informiere ich Sie noch über meine Bücher im Rahmen des Enneagramms sowie der Enneagramm Homöopathie. Dort können Sie ganz nach Ihren Interessen und Vorlieben aus verschiedensten Titeln eine Auswahl treffen. Zum Schluss mein heutiger Buchtipp: Wer du wirklich bist. Enneagrammwissen in farbigen Schaubildern. Dieses Buch ist sozusagen, warten Sie, ich hole mir das mal eben aus meinem Bücherregal, da ist es, immer griffbereit, denn Standardwerk. Also dieses Buch ist sozusagen mein Standardwerk, ich halte es nochmal eben so in die Kamera, zum Enneagramm und vermittelt auf ganz besondere Art und Weise in Schaubildern die zentralen Themen des Enneagramms. Man lernt durch das Studium dieser insgesamt 272 Schaubilder, das für das Verständnis des Enneagramms so notwendige, analoge Denken. Ne? Insofern ist dieses Buch wirklich etwas ganz Besonderes und einzigartig, nicht nur für Typ 4, auf dem internationalen Buchmarkt. Und daher mein Buchtipp für heute. Wenn man sich also ein Buch von mir anschaffen möchte, wenn man die Überlegung hat, ja, okay, ne, da möchte ich gerne auch mal ein Buch von dem lesen, ne, wenn ich den jetzt schon mal durch Videos kennengelernt habe, dann ist das nur verständlich. Und wenn man sich also ein Buch von mir anschaffen möchte, dann rate ich immer zuerst zu diesem Standardwerk, ohne Ausnahme. Und mittlerweile ist das auch wohl ein Bestseller, im Rahmen des Enneagramms zumindest. Ja, gut, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Video. Alles Gute für Sie, Ihre Lieben, und bleiben Sie wie immer bewusst und gesund.